So, Mahlzeit mal wieder. Nach dem schlechtesten Spiel meiner Karriere habe ich gedacht, nein, so kann ich euch nicht weggehen lassen. Ich vor allen Dingen auch nicht. Also das war wirklich gruselig, was da gewesen ist. Wie gesagt. Es gibt noch was, habe ich auf itch.io gefunden, gratis, The Horror Within. Soll überraschend gut sein, ist auch so ein kleines Indie-Game. Wir lassen uns überraschen. I can't fall asleep, I should get some cereal, please bowl. Place bowl on the table. Ah, okay. Gucken wir uns erstmal um. Aha, Licht geht nicht an. Maus-Sensitivity kann man hier auch nicht. Komme ich gar nicht mehr raus. Hilfe! Ich will raus! Tickt denn? Ach, das ist eine Uhr oder was? Da! 5 nach 3. Nee, ich habe schon 20 vor 4. Allerdings wahrscheinlich einen etwas anderen Tag. Pickup Bowl. Place Bowl on the table. Okay. Es gibt Geräusche. Immerhin. Kann ich die jetzt essen? Boah, das ruckelt so die ganze Zeit, ne? Ich habe so helles Neonlicht oder so helles Licht. Alter, was für eine geile Küche. Nix, gar nichts drin. Nix. Nix. Nix draufstehen. Keine Kaffeemaschine, kein Wasserkocher. Nix. Und ich kann auch nix. Open Fridge. Alter, was für ein Kühlschrank. So geil. Okay, geht. Eat cereal. Maybe I could play that new horror game that I bought yesterday. Geil. Und weg. Inklusive Schüssel. Ja gut, ohne Löffel. Schon. Beate Ruse Computer. Windows XP. Ach du Scheiße. Und wann ist das denn das Spiel? Naja gut, wer schon ganze Schüsseln. Kann ich auch alt, look around. Was ist ein alter? Ah, guck mal, ich kann während des Spiels. Ah, the horror within. Also im Rennen geht nicht. Natürlich mal wieder nicht. Oder habe ich hier? Ne, habe ich nicht. Open Door geht nicht. Rennen, wie gesagt, geht auch nicht. Stern 3. Kreis 6. Oh! Über. Das wird ein schweres Rätsel. Ich frage mich, wie ich auf die Lösung kommen kann. So, Halbmond 1. Und damit haben wir ja schon die Lösung. Das heißt, wir drücken jetzt hier so lange drauf. Tada. Wofür ich den wohl brauche? Wo war die Tür hier, ne? Ja. Ey, bin ich schon zu alt für so eine Scheiße? Aber es ist ja. Flashlight haben wir, so haben wir eh schon.
Escape Exit Computer. Ich wollte gerade mit Alt mich mal umgucken. Ach, das war bei mir original. Ah, okay. Also jetzt nicht im Spiel, sondern im Spiel. Also nicht im Spielspiel, sondern im Spiel. Auch nicht bei mir original. Wir kommen jetzt in der Welt von, wie hieß der Film denn immer? Mit Leonardo DiCaprio. Hallo, ist hier jemand? Inception, so heißt er. Ja. Ist kalt draußen, Tür zu. Ist die Milch wieder im Kühlschrank? Natürlich nicht, die habe ich gleich mit der Schüssel. Dass der Tisch noch da ist. Also ich habe Milch, Packung, Schüssel, Cerealien. Also wenn ich nicht satt bin, dann weiß ich es nicht. Und da bin ich... Ah, jetzt ist die Tür offen. Guck mal. Ah, das ist so eine... Hallo? Soll ich nochmal fragen? Ist hier jemand? Ich höre komische Sachen, ich weiß nicht, was ihr hört. Tada! Es hat so ein bisschen was wie Doom, ne? So auch so. Uiuiui. Uiuiui. Uiuiui, von da komme ich doch gerade. Oh. Jumpscare! Yay! I should check the fuse box behind the house. Wenn ich jetzt wüsste, wo die wäre. Ah, ich habe ein Flashlight. Nicht wie vorhin, no Flashlight equipped. Fuse box, wo haben wir die denn? Da ist ja. Soll das ein Mond sein? Haus. Da, guck mal. Da ist doch jemand reingegangen bei mir, hör mal. Und ich habe wieder von außen getönte Fenster. Einen schönen großen Bungalow habe ich, immerhin. Licht geht wieder. 10 nach 3 inzwischen. 12 nach 3. Ich würde sagen, wir gucken mal ganz kurz, weil ich habe doch was gehört. Der ultimative Schaui-Test wurde soeben bestanden. Tada! Wenn ich jetzt noch duschen kann mit Klamotten, wieder so einen geilen Regen, Brausekopf hier. Hände waschen geht auch nicht, aber warum? Ich habe ja nur gespült, ich habe ja nicht gepinkelt. So, im Schlafzimmer ist auch keiner. Schränke kann ich immer noch nicht öffnen. Was ist das denn? Das war doch vorher noch nicht da. Kann ich hier zoomen? Hinknien? Das ist ein Stuhl, ach du Schau, muss ich das aufschreiben? Stuhl. Ist das ein Kühlschrank? Ja, ne, sieht aus wie ein Kühlschrank. Gefrierfach oben, unten. Stuhl, Gefrierschrank, Tisch, Klo. Muss ich mir wohl merken. Wetten wir? Oh, da war was. Habt ihr hoffentlich auch gesehen. Aber, wie gesagt, da war was. Beate Use Computer. Open Fridge. Stuhl. Kühlschrank. Tisch. Toilette.
So, Kühlschrank ist 4. Stuhl 5. 5, 4. 5, 4, 2. Oder ist es der Tisch? Das ist kein Tisch, das ist eine Kommode. 5, 4, 8. 7. 5, 4, 8, 7, ne? Warte, stopp, stopp, stopp. Stuhl. 5. Das war richtig. Nur was ist passiert? Komm hier, Energie sparen. Bin ich hier vorhin auch hergekommen? Bin ich hier vorhin hergekommen? Aber es hat doch was, es ist doch was aufgegangen, ey. Ich sehe gar nichts. Ich höre was, aber ich weiß noch nicht genau was. Oh Hölle, ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Hier geht's doch. Oh, das wird ja diese Morning mit OA Sounds. Ja, aber Kinder, von hier bin ich doch gekommen. Hier sind die. Ist denn hier hinten irgendwas aufgegangen oder wie ist das jetzt? Also das kommt doch nur von links. Ich gehe jetzt immer an der Wand lang, immer an der Wand lang. Fütter mein Ego. Na? Kennt das noch jemand, das Lied? Fütter mein Ego. Und weiß noch jemand, von wem das war? Das wieder bei mir in der Bude oder was soll das jetzt sein? Da waren übrigens die einstürzenden Neubauten. Hey. Es war mir in der Bude. Okay, muss ich jetzt da raus oder wie? Nicht doof. Kann ich hier weitermachen? Hallo? Ich sehe wieder was. Freunde der Nacht, und zwar im wahrsten Sinne. Ich bin jetzt in meinem Spiel draußen. Siehst du wie The Ring, ne? Wie der Film. Ach du Scheiße, mir schwant Übles. Oh. Ja, ich wusste es. Ja, das war's. Gut. Ja, was soll man sagen? Wie immer, nee, doch, es war mal was, was so.
ein bisschen innovativ ist, wie gesagt, so Inception-mäßig, so verschiedene Ebenen, durch die man sich dann durcharbeiten muss. Nett gemacht, man fühlt sich so als dritte Person, der zweiten Person, der ersten Person. Ja, gut. Hat jetzt knappe Viertelstunde gedauert. Kann man mal zwei Jumpscares? Drei? Ja, gut. Es ist ja wie immer, es fängt immer so ein bisschen langsam an und baut sich dann bis zum Grande Finale auf. Ja, alles in allem, ich glaube, ich mache jetzt doch mal eine Sommerpause. Hier kann ich jetzt wieder sagen, danke fürs Zuschauen und tschüss.